Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Oha, ich sehe gerade, wir haben Freitag, den 13. Oder? Kann das sein? Ja. Ja, ich bin schon auf der richtigen Seite. Freitag, der 13. Oh la la, ein Glückstag. Ja, in einer Erdenenergie. Es geht heute auch um, ja, ich würde schon sagen, es geht heute um Wurzeln, um tiefe innere Kraft, um Fokussierung, um Zielstrebigkeit. Was haben wir denn hier? Die 10 der Schwerter. Hier ist etwas zusammengebrochen, zusammengefallen. Du bist als Mensch gefühlt, energetisch oder auch materiell durch die Situation, in deiner Situation, wo du bist, schachmatt gesetzt worden, sozusagen. Vielleicht bist du verlassen worden. Vielleicht ist dir jemand in den Rücken gefallen. Vielleicht hat dir jemand etwas Schlimmes angetan, so dass du gefühlt am Boden liegst und dich sozusagen hintergangen fühlst, betrogen fühlst, alleingelassen fühlst, also alleingelassen worden fühlst. Ja, ist eine sehr, sehr heftige Energie, traurig, verlassen, betrogen, was auch immer. Und es geht jetzt darum, sich natürlich hier auch wieder aufzurichten nach so einem, ja, nach so einer Situation, nach so einem Vorfall, nach so einer Phase, wie auch immer. Fühl dich da selber rein. Ich kann nur die Energien weitergeben. Und jetzt sozusagen natürlich in einer Art auch Schockzustand noch befindest, wo du halt ja auch es hinnimmst sozusagen und auch darin verharrst, ja, also da drinne bleibst. Ne? Das ist wie so ein Schock, ein Trauma-Erlebnis, wo man sich immer noch so involviert fühlt, dass man sich gar nicht bewegen kann, ja, man traut sich nicht, was zu sagen, man traut sich nicht zu sehen, man traut sich nicht, irgendwas zu tun, weil man vielleicht auch hier noch in einer Art Schockzustand ist, wo man vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was man überhaupt sagen soll, tun soll, aus Angst, dass wieder so etwas Schreckliches passiert, ja, oder dass man ja, diesen Schockzustand noch mal erleben muss, ja, und man hat jetzt Angst, irgendwas zu tun, weil man nicht weiß, was man jetzt tun soll und darf, ja, oder kann, wie auch immer. Und im Endeffekt denke ich, dass es halt trotzdem hier um die Liebe auch geht und deswegen vielleicht auch dem exzessiven Verfallen ist oder in einer Art exzessiven Lebensmodus ist, ja, vielleicht exzessiven Feiern, exzessives Alkohol, exzessiv Sex, Drogen, Arbeiten. Alles, was dir in dem Moment halt den Kick gibt, der Freude, der Sinnesfreude. Und deswegen auch kann es zum Beispiel auch exzessives Essen sein. Ja, das
ist so ein Ergebnis aus diesem Schockzustand, aus dieser Starre, in der man dadurch verharren bleibt. Und dann alles, was man tut, was Sinnesfreude macht, so auch in der Liebe, dass man das halt exzessiv macht. Ja, und hier haben wir schon die Beziehung, die Verbindung zu einem Menschen, die du hattest, die dir sozusagen genau das Gefühl gegeben hat, nicht hinter dir zu stehen, beziehungsweise dir halt sozusagen von hinten, während du im Vertrauen bist, dir von hinten den Messer in den Rücken zu rammen. So ein Gefühl ist es hier, ne? Und damit ist man auch an einen Punkt angekommen, durch diesen Schockzustand, dass hier etwas gravierend falsch gelaufen ist in dem Moment, in dir selber, in deiner Vorstellung in Bezug auf diese Thematik. Ja, vielleicht schaust du für die Liebe, vielleicht schaust du jetzt aber auch für deinen Job, den du sozusagen plötzlich verloren hast und du jetzt nicht weißt, was jetzt Sache ist. Ja, es ist egal, wie gesagt, wir reden hier nur von Energien. Und somit geht es darum, aus dieser Verletzung heraus, die plötzlich entstanden ist, die Herausforderung anzunehmen an diesem Thema zu arbeiten, was hier passiert ist, warum das passiert ist, beziehungsweise warum es überhaupt passiert ist, welcher Illusion man da verfallen war. Oder wie naiv man hier an etwas rangegangen ist und einem gar nicht bewusst ist, warum das passiert ist. Ja. Und da spielt natürlich dieses exzessive Verhalten eine große Rolle, weil man davor ja auch in einem Mangel sein muss, um diese exzessiven Sinnesbefriedigungen zu suchen oder zu leben, ja. Ja, das haben wir hier jetzt als aktuelles Reading. Natürlich ist es jetzt auch sehr ich will jetzt auch gar nicht so in die Details reingehen, weil es geht nur um die Energien, und wenn du diese Energien für dich fühlst, dass du dich in so einer Situation befindest, dann geht es auch darum, für dich herauszufinden, wie du aus so einer Situation wieder rauskommst, beziehungsweise auch hier herauszufinden, wie man sich vielleicht in der Vergangenheit Verbindungen, Beziehungen vorgestellt hat, ne, wie passiv oder aktiv man in einer Beziehung oder wie passiv oder aktiv man tatsächlich ist in seinem Leben und auch in Beziehungen oder in gewissen strategischen Abläufen, Mustern in Beziehungen, die halt einfach nicht zu dir gehören, und dementsprechend kommt dann so eine Situation, was im Endeffekt eine Wirkung ist, der man selber die Ursache gesetzt hat, sozusagen, aber natürlich unbewusst und unwissend. Und im Grunde genommen nur das passiert ist, was passieren muss, weil man da einfach auch keine Energie reingegeben hat. Ja. Und ja, hier auch irgendwo auf der Suche nach Beziehungen, Liebe ist, die vielleicht einer falschen Vorstellung entspricht, so gesehen. So, was habe ich hier für einen Stein, der unterstützend wirkt? Den Amethyst für die Nüchternheit, für die Klarheit, für die Reinheit und auch für die Ruhe. Ruhe ist hier wichtig, vielleicht auch Meditation oder sonst irgendwas. Ein klarer Geist ist hier wichtig, um herauszufinden, was da die Ursache gewesen sein könnte. Und dieser Stein würde dich halt in diese Ruhe auch bringen können, wenn du damit in Resonanz gehst.